Swarta Delic ist in Position. Open your heart, fehlt jetzt noch. Jetzt ist alle Startler. Und boxen auf zum ID 145. Deutschen Derby. An der 2400 Meter Marke muss sich natürlich das Feld zunächst einmal formieren. Karl Theodor geht an die Spitze, das Pferd mit dem Bodenblender. Dahinter dann Lucky Lion an der Innenseite gleich in vorderer Linie. Dann Amazonet mit Wild Chief an der Außenseite gleich. See the Moon mit in vorderer Linie, See the Moon mit Karl Theodor, so geht es gleich in den Wandsbecker Bogen hinein, Karl Theodor mit See the Moon an der Spitze, dahinter Lucky Lionel in dritter Position vor Wild Chief, dann sieht man an der Innenseite Speedy Approach vor Amazonit, dahinter dann Jeffrey Chaucer, dann folgt an der Innenseite daneben, dann auch Baltic Storm, vor an der Außenseite John Scaldron, Russian Bolero Weltmacht, vor an der Innenseite dann auch Madurai mit Swarkadelic, dahinter sieht man dann auch Erik vor letztes Pferd ist Open Your Heart, so geht es hier die Gegenseite hinein. Und an der Spitze ist See the Moon, der große Favorit dieses Rennens mit Christophe Soumillon. Dahinter dann Erik in zweiter Position vor Wild Chief. Tolle Bilder jetzt hier aus der fahrenden Kamera. Dann ist auch Biting Storm mit dabei, ganz an der Außenseite James Cauldron. An der Innenseite dann Speedy Approach. So sind die Pferde Mitte der Gegenseite. Und See the Moon weiter an der Spitze mit zwei Längen. See the Moon führt. Dahinter ist Wild Chief in zweiter Position. Erik ist dicht auf. Dahinter sieht man dann an der Außenseite auch Jeffrey Chaucer kann aufrücken. Weiter in den Sinn, an der Innenseite Speedy Approach. So geht es durch den Hornerbogen, durch den Schlussbogen. Und jetzt sind es noch etwa 800 Meter bis zum Zielpfosten. Aber See the Moon unverändert an der Spitze mit Wild Chief außen daneben. Erik ist mit dabei. Jeffrey Chaucer lässt sich anpassen. John Scaldron ebenfalls Speedy Approach. Schlüpft an der Innenseite durch. Aber See the Moon ist vorne. See the Moon und Christophe Soumillon, der drückt jetzt ein bisschen. See the Moon wird jetzt nach außen beordert. See the Moon auf dem guten Geläuf ganz an der Außenseite ist an der Spitze. See the Moon ist deutlich voraus. See the Moon an der Innenseite kommt der Vorschuss von Wild Chief, aber an der Spitze ist an der Außenseite See the Moon. See the Moon, der Mond geht auf, der Mond geht auf in Horn, der Mond geht auf, See the Moon geht auf und davon mit Christophe Soumillon. See the Moon, der Mond ist aufgegangen. See the Moon gewinnt ganz, ganz überlegen das deutsche Derby. Dahinter dann Lucky Lionel vor Wild Chief und dahinter Open Your Heart in einem tollen Schlussakkord. Und dann war auch Erik mit dabei. Ja Mensch, das sind ja viele, viele Außenseiter dann hinter See the Moon. Und dann See the Approach mit Madurai. Und dann sah man Amorous Adventure vor Swarkadelic. Und dann Magic Artist mit Weltmacht vor Russian Bolero, Baltic Storm, Pinzolo, James Cauldron, Amazonit und Geoffrey Chaucer. Ein tolles Publikum. Ich denke, alle haben noch einmal einen großen Beifall verdient. Die 18 Protagonisten im ID 145. Deutschen Derby. Ein tolles Rennen und ein würdiger Sieger. Man hatte ja doch ein bisschen Bedenken. Das Pferd ging mit einer weißen Weste an den Ablauf. Und welches Pferd das bisher unbesiegt gewesen ist, hat dann auch das deutsche Derby gewonnen. Da gibt es nicht viele. Dann der Reiterwechsel. Aber wie dieses Pferd das deutsche Derby gewonnen hat, das ist wirklich sehenswert gewesen. Auf dem Geläuf, da sehen wir See the Moon. Ein dreijähriger See the Stars Sohn. See the Stars gewann ja unter anderem den Prix de l'Arc de Triomphe. Die Zuchtstätte, das Gestüt Görlsdorf aus der Uckermark. Es ist der größte Triumph für das Gestüt Görlsdorf.
Besitzer ist natürlich auch das Gestüt Görlsdorf. Markus Klug kommt zu seinem ersten Derby-Treffer und seinem ersten Gruppe 1-Erfolg. Und im Sattel der Aga Khan-Stalljockey und französische Stämmchen Christophe Soumillon. Und hier ist auch der vorläufige Richterspruch zum 145. ID Deutschen Derby. Sieger ist die 2, Sisemun, auf dem zweiten Platz die 1, Lucky Lion. Dritter die 16, Open Your Heart, und auf dem vierten Platz Zielfotovergrößerung zwischen der 19, Erik, und der 4, Wild Chief. Vorläufige Richterspruch, ID 145. Das Deutsche Derby, 2 Sisemun, 1 Lucky Lion, 16 Open Your Heart und dann die 19, Erik, und die 4, Wild Chief. Liebe Zuschauer, und am Zügel des Pferdes, da sehen wir jetzt natürlich auch die Besitzer. Heike Bischof und Nico Lavrenski, Eigner des Gestüts Görlsdorf. Und ich meine da unten auch Andreas Helfenbein zu sehen, der gleich dem siegreichen Team entgegengelaufen ist. Auch er hat natürlich seinen Anteil an diesem Derby-Erfolg von See the Moon. Noch einmal ein Glückwunsch an das Team um See the Moon, das Gestüt Görlsdorf, vertreten durch Heike Bischof und Nico Lavrenz, an den Trainer Markus Klug, an Christophe Soumillon, aber auch ebenso an Andreas Helfenbein. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt schlage ich vor, zu Ehren des Siegers, da singen wir jetzt, der Mond ist aufgegangen, im Kanon. Die Haupttribüne fängt an, dann drüben das Hotel und anschließend der Innenraum. Nein, Spaß beiseite. Wir verzichten auf das Singen, aber jetzt wird noch einmal richtig gefeiert. Der Sieger im ID 145. Deutschen Derby, See the Moon aus dem Gestüt Görlsdorf. Ein Glückwunsch an Markus Klug und an den Siegreiter Christophe Soumillon. Ja, und wir sind natürlich gespannt nach einer solchen Leistung, was Christophe Soumillon nach dem Rennen sagen wird. Daniel Delius wird ihn mit Sicherheit interviewen, denn man hat ja mit See the Moon noch einiges vor. Der Grand Prix in Baden-Baden soll die nächste Station sein. Und dann sehen wir dieses tolle Pferd vielleicht im Prix de l'Arc de Triomphe am 5. Oktober in Paris-Longchamp. Jetzt gibt's noch einmal Standing Ovations und Beifall hier vor dem Waagegebäude an das siegreiche Team um See the Moon. Und nach Waageschluss hier der endgültige Richterspruch. Achte Rennen, ID 145. Deutsches Derby. Es siegt die 2, See the Moon. Zweites Pferd, die 1, Lucky Lion. Dritter die 16, Open Your Heart. Vierter die 19, Erik. Fünfter die 4, Wild Chief. Sechster die 8, Speedy Approach. Siebter die 10, Madurai. Achter die 20, Amorous Adventure. Neunter die 3, Magic Art. Zehnter die 6, Swakadelic. Elfter die 15, Karl Theodor. Zwölfter die 11, Weltmacht. Dreizehnter die 17, Raschen Bolero. Vierzehnter die 18, Baltic Storm. Fünfzehnter die 9, Pinzolo. Sechzehnter die 13, Giants Cauldron. Siebzehnter die 5, Geoffrey Chaucer. Und achtzehnter die 14, Amazonit. Der Sieger See the Moon gewinnt hoch überlegen mit 11 Längen. Die weiteren Abstände, 2,5 Längen, Hals, kurzer Kopf, nochmals Hals, 1¼, 2 und nochmals 2 Längen. Die Zeit 2 Minuten 29,86 Sekunden. U1:16 auf Sieg 28. Für die Plätze 19, 32, 107. Die Zweierwette zahlt 188. Quote der Dreierwette 17.222. Die Quoten der Platzzwillingwette 46, 486 und 627. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Siegerehrung zum ID 145. Deutschen Derby.
Bitte zunächst die Besitzer auf das Siegerehrungspodest, die Familie Bischof Labrenz vom Gestüt Görsdorf. Dann bitten wir auch den Trainer zu uns, Markus Klug. Geklatscht werden kann gleich noch. Und der Jockey ist ja schon da, Christoph Dumillon, wenn ihr euch da freundlicherweise aufstellen wollt. Die Idee 145. Deutsches Derby. Ein Gruppe 1 Rennen. Dotierung 650.000 Euro, es ging über 2.400 Meter. Der Favorit hat gewonnen, der dreijährige Hengst See the Moon im Besitz des Gestüts Görsdorf. Der Trainer ist Markus Klug in Köln-Heumar und im Sattel saß Christoph Soumillon. Die Ehrenpreise an das siegreiche Team übergibt jetzt Edda Darboven. Es gibt noch einen Sonderehrenpreis des Senates für den Besitzer des Siegers. Meine Damen und Herren, zu Ehren des siegreichen Teams jetzt die deutsche Nationalhymne.